böser Honi, seinem Herrchen einfach wegzulaufen. Gut, du Zweckenmatte, versuch nun Marleen zu finden. René lässt Deppi an dem Karmesinschall schnüffeln. Ja. Ja, toll. Eigentlich sollte ich dir folgen, nicht du mir. Hallo? Toll. Also, was passiert jetzt? Clef, Clef. Verstehe, ich soll dir folgen. Okay. Ja, das erinnert uns auch sehr stark daran, wo wir Liam beschützen mussten. Jetzt dürfen wir den Hund beschützen. Toll. Na komm. So. Aber naja, zumindest ist der Hund jetzt unser Wegweiser. Gott sei Dank. Ja, ein bisschen schneller bitte, Hund. Aua. Ja, das kommt davon, wenn man die Speed-Taste aktiviert. So bin ich. Oh, aber dass die nach einem Schlag schon tot gehen, das ist sehr schön. Ja, natürlich müssen wir den langen Umweg machen. Ja. Komm, Hund, beeil dich. Clef, Clef. Okay, da rein. Okay. Und hier rein. Gut. Und du bist schnell, Hund. Ah, aber ich krieg dich noch. Nein, doch nicht. Schade. Deppi. Und da ist Marleen. Oh. Ja, Heulsuse. Mein Gott, ey. Ich hab dich wieder. Seit meine Eltern fort sind, bin ich ganz allein. Heul doch. Hey, du. Ja, jetzt flennt sie wirklich. Oh Mann. Du mieser Typ. Ich hasse dich. Du allein bist an allen ihnen schuld. Wäre alles noch meinem Alten, würde ich noch mit meinen Eltern leben. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, ey. Marleen, du bist wirklich noch ein Kind. Also das merkt man dir an. Marleen. Naja, ist egal. Marleen, mach nicht andere für dein Schicksal verantwortlich. Ja, jetzt guckt sie natürlich, er ist so doof. Mutter? Mutter! Erinnere dich an meine Worte. Wenn Menschen sterben, werden sie wiedergeboren. Auch unsere Wiedergeburt steht kurz bevor. Doch noch wissen wir nicht, in welchem Körper wir erwachen werden. Es könnte eine bezaubernde Blume oder ein wildes Tier sein. Doch eines Tages, Marleen, sehen wir uns wieder. Leg deinen Hass ab und lächle wieder. Das Leben wird weitergehen. Ja, genau. Da haben die Eltern von Marleen jetzt natürlich recht. Auch wenn es schwerfällt, das Leben geht weiter. Und sie haut natürlich ab jetzt. Toll. Hab Dank. Naja, zumindest bedankt sie sich. Das ist ja auch das Mindeste. Oh, wir haben es geschafft. Toll. Ja, ich kann mich noch nicht bewegen. Ah ja, jetzt. Gut. Oh, wir haben die Stadt geschafft. Gut. Boah. Aber dass das jetzt so extrem lange war jetzt, das tut mir herzlich leid nochmal. Tut mir leid. Boah. Hallo, Mayo. Ich muss mich für Marleen entschuldigen. Vergib ihr. Eines Tages wird sie es verstehen. Als Entschädigung werde ich dir helfen, junger Reisender. Der Weg in den Westen des Landes führt durch die Todeswüste. Wenn du den Weg nicht kennst, wird die Wüste dein Leben fordern. Die Nomaden, die am Rande der Wüste kämpfen, werden dir helfen. Danke, Mayo. Hört sich an wie Mayo, ey. Mayonnaise. Ja, toll. Mayo. Oh, und hier sind auch keine Zombies mehr. Gott sei Dank. Aber Heidi ist hier nochmal. Wie gut, du bist am Leben. Ich werde nach Europa zurückkehren und dort berichten. Während meiner Reise verbrachte ich einige Zeit in Taklama. Von den Nomaden dort konnte ich viel lernen. Man sollte nie zu lange an einem Ort verweilen. Du sagst es. Oh Mann, das bringt nur Kopfschmerzen, ey. Der Austausch mit anderen Ländern ist wichtig für die gesamte Welt. Ich hoffe, auch ich kann zur Blüte Europas beitragen. Ja, das hoffen wir alle. Oh, ich kann die Stadt jetzt nicht mehr sehen. Weg. Weg davon.
Also hier die Nomaden. Sind das die hier? Ja. Bist du ein Entführer? Nein, bin ich nicht. Hat dir jemand erlaubt einzutreten? Nein! Also raus mit dir! Ja, also noch unhöflicher geht's wohl nicht, oder? Grunz. Ja, das musste sein. Wer bist du? Wir sind nur arme, aber glückliche Nomaden. Was sagst du? Eine Nachricht von Mayo? Wir stehen tief in Mayos Schuld. Jeder Freund von ihm ist auch unser Freund. Du möchtest die Todeswüste durchqueren? So höre meine Worte. Geh Richtung Westen, bis zu den drei Steinen. Von dort geh weiter nach Süden, bis du erneut Steine erreichst. Zieh dann nach Nordwesten und von den Schäden aus nach Norden. Der Ausgang ist am Riesenschädel. Wenn du meinen Anweisungen folgst, wirst du die Wüste heil durchqueren. Okay, vor einiger Zeit war ein anderer Fremder hier. Wir mochten ihn. Er war sehr freundlich zu uns. Er sagte, dass er über uns und unser Leben schreiben will. Aha, klingt interessant. Na gut, also die Wüste ist jetzt westlich, also genau hier. Okay, also wie war das? Erst, ja, die Wüste Taklama, die Todeswüste. Geh erst nach Westen, genau. Von da aus nach Süden. Wir haben ja jetzt die Steine gesehen. Jetzt noch mehrere Steine. Und von hier aus müssen wir leider so nach Nordwesten gehen. Weil den Fehler werde ich nicht machen, den Deathmech gemacht hat. Er ist nämlich irgendwie so nordwestlich ist er zwar gegangen, aber er ist dadurch, also nicht dadurch, damit ist er so gerannt. Und das war sein Todesurteil. Schaut ruhig die Folgen an von Deathmech. Er hat nämlich auch das Spiel Let's Played. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Ein paar Let's Play Werbung. Sowas mache ich ab und zu mal. Und da ist der Ausgang. Jawohl. Und wir haben es bestanden. Super. Und jetzt geht's hier weiter. Und dort oben sieht man ein Schloss. Toll. Aber wir kommen leider jetzt noch nicht dahin. Aber bald. Keine Panik. Und das soll hier... Oh, erstmal ein Balkan. Das soll hier ein Hafen darstellen. Aber wir können jetzt hier noch nichts machen. Das kommt noch alles. Keine Panik. Oh, hier können wir hier in den Berg rein. Oh, aber hier gibt es wahrscheinlich auch nur ein paar Kristalle oder so. Da läuft ein bisschen Wasser. Ja, nur ein Kristall. Aber das ist gut, weil je mehr Kristalle ich habe, desto mehr Sachen kann ich am Ende holen. Das ist gut. Gehen wir erstmal hier in die Stadt rein. Oh. Loa. Oh, mon Dieu. Wir sind jetzt in Frankreich. Louis ist die ganze Zeit am Trinken. Oh, mon Dieu. Madame, Monsieur. Clic-Chaussée. Parlez-vous français? Eh oui. Oh, der Louis. Oh. Hallo, ich bin Louis Trinker. Ich trinke aus Kummer. Oh, das ist aber nicht gut, dass du trinkst so viel. Nee, nee. Hallo. Oh, Frankreich ist eine tolle Stadt. Aber leider kann ich nicht so perfekt Französisch sprechen. Ich kann nur ein paar Bruchteile sagen. Oh, Butler. Das musste sein. Oh, Marcel. Hallo, willst du eines meiner Gemälde kaufen? Oh, nein? Ah, ja. Eine tolle Stadt. Oh, hallo, was ist denn hier los? Ball oder nicht? Ich hoffe, sie hören mit dem Feiern auf. Der Alltag ist sowieso schon hart genug. Unter uns. Der König hier ist ein absoluter Tyrann. Warum der König diese Verordnung erlassen hat, weiß ich auch nicht. Du armer Teufel, hast doch nicht vor, die Prinzessin zu heiraten.
Ich wusste gar nicht, dass ihr eine Präsenz in es habt. Tut mir leid. Hihi. Jetzt weiß ich's aber. Hihi. Erspar dir das. Du wirst dich nur schrecklich blamieren. Woher willst du das wissen, du kleiner Klugscheißer? Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der König hat für diese Stadt sehr strenge Gesetze erlassen. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ja. Das ist der Heinz. Und das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich werde, bevor ich den letzten Boss mache, werde ich hier alle Städte, also wo Heinz immer drin ist, kann man halt immer die Städte entwickeln. Zu 100% immer. Und ich werde am Ende des Spiels, oder bevor das Spiel aufhört, sagen wir es mal so, werde ich versuchen, mit dem Spieleberater allerdings, werde ich versuchen, die Städte auf 100% zu bringen. Weil das kostet ein bisschen Nerven und Zeit. Also, ich sag euch das jetzt schon mal. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann müsst ihr viel Geduld mit euch mitbringen. Weil das dauert ein bisschen. Weil ich jetzt immer Schritt für Schritt vorgehe mit dem Spieleberater. Also, nur, dass ihr es wisst. So, dann gehen wir hier mal ins Inn. Willkommen in Luciens Hotel. Ja, stups mich halt. Hallo? Geht's noch? Wein für unseren Gast. Oh, hallo, Madame. Wir bieten dir exotische Musik und heiße Tänze. Oh, das gefällt mir doch jetzt schon. Oh, hallo. Ja, heb dein Beinchen hoch. Jam, 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 jam. Dieser Service ist allerdings nicht gerade billig. Im Ganzen macht das... Ja, nö, 1 Million Taler. Ja, klar, wir haben die auch jetzt, ne? Hm, klar. Bezahlt wird im Voraus. Wie? Was? Du beliebst zu scherzen, oder? So viel Geld habe ich nicht bei mir. Was ist los mit dir? Unsere Preise sind doch wirklich toll. Ja, das ist mehr als Wucher. Hallo? Du kannst Schulden auch abarbeiten. Ja, Hauptsache du kriegst das Geld, ne? Los, bezahle. Nö. Oh, hallo. Ein ganz neuer Charakter. Falder. Ja, und Falder ist, wenn man das jetzt nicht sehen sollte, das ist eine Frau. Das soll eine Kämpferin sein. Ich habe mitgehört. Hast du deine Hände im Spiel? Du kennst ja meine Warnung. Denke zuerst nach, bevor du es bereust. Oh, stimmt nicht. Das ist unser Spezialservice. Dies ist eine neue Idee. Erst erschrecken und dann der tolle Service. Von wegen. Interessant. Ich werde diese Art von Werbung dem Folgen nahelegen. Lady Fida, bitte. Bitte. Danke. Zwinker. Mhm. Klar. Diese dumme Sache tut mir wirklich leid. Aber nicht jeder hier ist so. Ja, das hoffe ich doch mal, Fida. Ja, du guckst mich nochmal so an. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Wenn du Melina heiraten willst, dann begib dich morgen zu ihr. Hä? Melina ist hier? Lol. Toll. Können wir übernachten hier? Gut, es tut mir leid. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich will meinen Kopf nicht an Lady Fida verlieren. Ach, das ist aber gutgültig. Ah ja, hier kann ich wahrscheinlich speichern. Speichern kann ich hier... Ich meinte, übernachten. Was ist? Bleibst du? Dann gehe in das rechte Zimmer. Und wer randaliert, der fliegt raus. Keine Panik, das werde ich schon nicht tun. Und da ist ein Hund auf der linken Seite, toll. Und wir schlafen. Oh ja. Aber dass das wirklich so lange gedauert hat, jetzt mit der Zombie-Stadt. Nee, das tut mir nochmals. Tut's mir leid. Boah, ey, das ist Wahnsinn. Und sofort speichern. Ja. Boah. Okay, das reicht erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Terranigma. Bis bald. Tschüss.